Servus Freunde, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute habe ich ein richtig geiles Video für euch, denn es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine richtig coole Produktneuheit, die ich euch zeige. Was genau, seht ihr im Anschluss. So, soll ich euch noch lange auf die Folter spannen? Ich weiß nicht. Nee, wir machen nicht lang rum, sondern lege hier die Fakten klar auf den Tisch. Ich habe sie schon nachgelegt. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Seitenscheibenblenden. Seitenscheibenblenden für Coupés hauptsächlich. Wir sind irgendwann auf die Idee gekommen und habe gedacht, irgendwie fehlt das hier noch auf dem deutschen Markt. Ja, man kriegt vielleicht mal so Echtcarbon-Applikationen, aber was halt auch immer der Fall ist, ohne irgendwelche Gutachten. Und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, habe hier ein bisschen entwickelt und in unserem CAD-Programm rumgespielt. Und siehe da, wir haben was Passendes gefunden. Und meine Supra hat direkt die CSR SSB 001 bekommen. Finde ich total geil, aber ja, irgendeiner muss sie irgendwann mal herhalten. Also vom Prinzip her eigentlich komplett simpel aufgebaut. Seitenscheibeblende, Montage wie, natürlich gewohnt mit unserem 3M-Klebeband, hebt wie die Sau, haben wir gar kein Problem damit und finde ich, sieht auch noch sehr cool aus. Schaut es euch mal an. Ich hebe es jetzt hier mal so drauf, wie es aussehen soll. So würde das Ganze dann später aussehen in Gruppe. Genaueres könnt ihr euch dann natürlich nochmal im Carporn im Anschluss anschauen. Aber ich finde eine total geile Optik. Und gerade jetzt hier bei der Supra ist der Fall, dass die hintere Dreieckscheibe relativ schmal ist. Und man tatsächlich keinen großen Blickwinkel hat, wenn man den vorschriftsmäßigen Schulterblick macht. Ne, Freunde? So, alles in allem auf jeden Fall ein cooles Feature. Was ich von euch aber jetzt mal wissen möchte in eurer ersten Gedankenrunde, auf welche Fahrzeuge könnte man solche Seitenscheibenblender anbieten? Oder ihr habt vielleicht ein Fahrzeug, ein Coupé und sagt, ich habe da maximal Bock drauf, dann meldet euch bei uns. Auf unserer Homepage findet ihr den Button Fahrzeuge zur Produktentwicklung gesucht und da könnt ihr euch mit eurem Fahrzeug bewerben. Und wenn ihr Glück habt, fehlt uns das Fahrzeug im Portfolio und wir laden euch ein zum Scan. Das dauert so ca. eine halbe, dreiviertel Stunde. Wenn wir natürlich das Fahrzeug noch gar nicht haben, dauert es etwas länger. Und im Anschluss geht es nochmal ins Fotostudio, machen mal ein kleines professionelles Fotoshooting und euer Fahrzeug ist dann bei uns im Online-Shop auch noch zu sehen. Also nicht lang fackeln, sondern bewerben und dann habt ihr auch bald ein super cooles Feature für euer Fahrzeug kostenlos in der Hand. Jetzt wieder zurück zur Montage. Eigentlich, wie ich schon gesagt habe, komplett easy. Bei der Supra habe ich jetzt das Problem, dass ich nicht groß den Platz habe, um mir Markierungsbänder zu setzen. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen eine Freestyle-Action. Also muss es im ersten Versuch schon richtig schön passen. Wie immer gehe ich her und tue mir die Klebebänder hier anlöse. Das Klebeband hier zum Beispiel. Hier ziehe ich die Schutzfolie schon mal komplett ab. Und in beiden anderen durch die Schutzfolie nur anlösen. Und wie ich schon in meinen anderen Videos gezeigt habe, ein Stück Kreppband nehmen und mir hier eine kleine Schlaufe ziehen, damit ich das Abdeckband schön abziehen kann. Machen wir einmal oben und unten. Wie gesagt, wichtig ist, vor der Verwendung des Bauteils, also sprich das Anbringen, einmal mit unserem Surface Cleaner nochmal die Scheibe ordentlich reinigen, damit man eine super Haftung vom Klebeband erzielen können. Und dann, wie gesagt, geht es auch schon los. Jetzt hier bei der Supra setze ich es zum Beispiel hier vorne bündig an, dass man hier einen sauberen, gleichmäßigen Abschluss hat. Dann
konzentriere ich das jetzt langsam hier rein, dass die Abstände schön gleichmäßig sind. Wenn das passt, ein bisschen runter, dann kann ich es hier schon mal etwas ankleben und dann einfach hier hin ein bisschen anlüpfen. Und weil es halt relativ eng ist hier, dauert es einen Moment, bis das Klebeband entgegenkommt, einmal oben und unten. Und dann ordentlich dran drücke. Auch hier wie immer ca. 20 kg Anpressdruck. Und dann hebt es auch wunderbar. Achtet auch hier wie immer auf die Umgebungstemperatur. Soll nicht unter 15 Grad sein. Und dann steht der Fahrfreude nichts im Weg. Jetzt ziehen wir noch die Schutzfolie ab. Und et voilà. Richtig, richtig nice. Also wie ihr sehen könnt, keine 5 Minuten Arbeit. Vielleicht noch mit Vorreinigen, je nachdem wie dreckig eure Scheibe ist. Aber eine geile Sache. Also ich bin maximal begeistert davon. Ich will wissen, was ihr davon haltet. Schreibt es mal hier unter das Video drunter. Und dann bin ich mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ich mache mich jetzt noch an die andere Seite dran. Und dann kommt jetzt gleich im Anschluss der Carbhorn. Zuvor möchte ich mich noch verabschieden. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liken, teilen, abonnieren natürlich nicht vergessen. Und macht's gut. Ciao.